Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute mache ich mit euch mal wieder ein Unboxing und zwar ein Gerät von Genius, den Nicer Dicer. Ihr seht, Genius war so nett, mir hier das Gerät zuzusenden, ordnungsgemäß adressiert an Koch mal schnell. Genius hat mir das Gerät zur Verfügung gestellt und ihr seht, das hier ist die Nicer Dicer Chef-Variante, also sozusagen die Luxus-Variante vom Nicer Dicer hier mit 34 Teilen. Und jetzt packen wir mal aus und gucken mal, was da so drin ist. Und natürlich zählen wir hinterher nach, ob Genius auch wirklich 34 Teile reingepackt hat. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, dann schauen wir mal, was Genius alles geliefert hat. Ich habe zwischendurch mal ausgepackt, wollte euch nicht langweilen. Das hat ganz schön gedauert, weil alle Sachen auch einzeln verpackt waren. Ich habe jetzt mal alles aufgebaut hier, was in dem Karton war, den mir Genius hier zur Verfügung gestellt hat. Und habe hier die Zentraleinheit sozusagen in der Mitte. Aber ich fange mal an mit dem Papierkram. Ist ein bisschen Papier dabei. Zunächst mal hier, soll wohl eine Art Inhaltsangabe sein. Sind aber nur 15 Teile. Wir haben ja hier den Nicer Dicer Chef Deluxe mit 34 Teilen. Also ist wohl das Grundpaket hier. Legen wir mal weg. Brauchen wir nicht. Dann ist dabei ein kleines Rezeptheft. Das finde ich auch ganz gut, denn das haben ja nicht alle schon mit so einem Gerät gearbeitet. Da sind so ein paar Sachen drin. Oh, hier Rindfleischsuppe, Zwiebelsuppe, wie man das vorbereitet mit der Maschine. So Grundrezepte. Das ist schon ganz ordentlich und das macht auch einen Sinn. Da kann man sich so ein bisschen einarbeiten für alle Anfänger und kann mal gucken, klappt das nicht. Das ist okay. Also ein kleines Rezeptheft. Ich lege das mal zur Seite. Und dann haben wir hier, und das finde ich wirklich wichtig für das Gerät, eine Gebrauchsanleitung. Die ist kurz, ich habe sie schon mal durchgeblättert vorher. Die ist nicht wahnsinnig lang, ist glaube ich 18 Seiten. Ja, knapp 18 Seiten. Aber das ist schon wichtig, denn hier steht drin, gucken wir uns gleich ein bisschen im Detail an, wie man die Maschine bedient, welche Einsätze wo eingesetzt werden, wie das geht. Denn das ist ja doch schon ziemlich komplex, das ist ein Haufen Teile. Und nicht alles erschließt sich auf den ersten Blick und intuitiv. Es macht einen Sinn, die einmal durchzublättern. Ja, was haben wir an Hardware dabei? Was ist geliefert worden? Ich hatte es schon eben gesagt, ich habe versucht, so ein bisschen hier um die Zentraleinheit rum aufzubauen. Das hier ist natürlich die zentrale Arbeitseinheit. Das ist die Klappe, der Deckel hier vom Genius, wo man dann auch später die einzelnen Schneideinsätze einsetzt. Den kann man rausnehmen. Ne, ihr seht also hier, der ist ganz einfach zu entfernen, das ist wirklich nicht schwierig. Ne, der hat hier diesen praktischen Push-Button, damit diese Reste, die sich möglicherweise in der Maschine befinden, dann rausgedrückt werden. Dann kann man die einfach abspülen. Das ist wie beim alten. Ich habe die alte Maschine auch schon ewig, 7 oder 8 Jahre. Also das ist sehr praktisch. Ne, der lässt sich dann sofort wieder einsetzen hier und geht runter. Ne, das ist ein Deckel, den kann man natürlich abmachen. Und darunter verbirgt sich dann hier eine Kunststoffschüssel, eine schöne große. Größer als die bisher, als beim alten. Ich habe die mal ausgelitert. Die hat ungefähr so 3,5 Liter, wenn man die nicht ganz voll macht, wenn ich wenig vermessen habe. Da geht schon ordentlich was rein. Na, ich habe schon benutzt hier, noch ein bisschen Wasser drin. Also hier eine schöne Kunststoffschüssel. Und die hat, wenn man was drin hat, wenn man Salat drin hat, auch einen Deckel dabei gleich. Die könnt ihr also prima verschließen, mitnehmen, in den Kühlschrank stellen, die Sachen frisch halten. Das ist sehr schön, das gefällt mir gut. Also so viel hier zur Zentraleinheit. Ne, lässt sich einfach wieder aufdrücken und fertig. Ja, was ist an Behältern noch dabei? Sehr schön bei dem großen Set jetzt, da sind 3 Behälter dabei. Hier ist nochmal ein weiterer Kunststoffbehälter, gleiche Größe, gleiches Format, auch mit Deckel. Also wir haben zu jedem Behälter hier einen Deckel. Und ich nehme mal diese beiden kleinen raus, die waren hier drin. Und es ist eine dritte Schüssel dabei hier. Und ihr hört es, die ist aus Glas. Und die ist ofenfest. Das heißt, mit dem Teil kann man jetzt auch gleich vorbereitend für Aufläufe, für andere Sachen, die ihr überbacken wollt, in die Schüssel rein, raspeln, schneiden und dann die Schüssel gleich so in den Ofen oder in die Mikrowelle stellen. Das finde ich richtig toll. Also Glas hier, ofenfest und natürlich auch mit Deckel. Hier ist auch ein Deckel dabei und sehr praktisch. Seht ihr hier, wenn ihr das Ding aus dem Ofen holt und es heiß, dann haben wir hier gleich einen Untersetzer, einen hitzebeständigen. Also gleich mit Untersetzer und Deckel, finde ich klasse.
Nun, so viel also jetzt erstmal zu den Behältnissen. Da drin in der Glasschüssel verpackt man auch nochmal so zwei kleine Dosen, die so vier Ohren haben. Ja, die sind ja zwischen modern, so dieses Schließsystem. Und die haben eine Gummidichtung hier. Alles ist spülmaschinenfest, soweit ich das gesehen habe. Die kann man zumachen. Und davon zwei Stück, sehr praktisch für Reste oder für kleinere Beilagen oder was auch immer. So viel also jetzt erstmal zu den Behältnissen. Drei Stück, zweimal Kunststoff, einmal Glas, alle mit Deckel. Ja, was machen wir mit der Maschine? In erster Linie natürlich schneiden. Also haben wir, Überraschung, eine ganze Reihe von Einsätzen. Und diese Einsätze sind hier vorne zu sehen, vier Stück. Ich nehme mal die Klappe raus. Und das ist jetzt wirklich einfach. Je nachdem, was ihr haben wollt, welche Größen ihr schneiden wollt, sucht ihr euch ein entsprechendes Raster aus. Eine Größe, die ihr braucht, hier zum Beispiel, das nehme ich ganz gerne für Zwiebeln mal, so eine mittlere Größe, wenn sie nicht ganz klein werden sollen. Und hier in die Maschine, in den Genius eingesetzt, das ist natürlich super einfach. Ihr habt hier vorne hier so eine Ausbuchtung und hier unten sind so zwei kleine Löcher. Diese Nasen hier an den Geräten, die muss man hier einsetzen und dann hier reinlegen und dann bitte, bitte nicht auf die Messer fassen und drücken, sondern ganz einfach. Ja, so geht das. Das hier ist ein Teil von dem alten Genius. Ich hatte ja den alten, den kleineren. Ja, ich hole den mal. Ja, das war das Gerät hier, was ich vorher schon hatte. Das ist ein bisschen oldschool, geht aber nach wie vor einwandfrei, funktioniert. Und ich hatte dann gestern den alten mal rausgeholt und die Größen verglichen und habe dann auch gleich, als ich das gemacht habe, auch nicht drauf gefasst. Ne? Und wie ihr seht hier, Idioten beim Training. Also so viel zu meinen eigenen Tipps. Es ist immer noch scharf und das nach 8 Jahren. Ja? Also ich habe das Ding nie ersetzt, immer noch dasselbe Gerät hier. Also bitte vorsichtig beim Drauffassen. Und was ich noch zeigen wollte, das gefällt mir jetzt auch gut bei der neuen Maschine, die Einsätze sind doch eine Ecke größer geworden. Und das ist ganz schick. Ich fand nämlich immer diesen Einsatz, tatsächlich diese 2-3 cm zu klein, weil eine europäische Standard-Paprika-Hälfte immer nicht ganz reinging. Man musste die nochmal schneiden und das haben sie jetzt gelöst und das finde ich klasse. Das Gerät ist also ein bisschen größer geworden, die Einsätze sind ein bisschen größer geworden und rausholen genauso einfach. Man zieht hier an der Lasche und dann kann man die Einsätze rausnehmen. Davon haben wir 4 Stück. Ne? Hier nochmal einen für ganz kleine Zwiebeln. Ne? Wer also Zwiebeln schneiden nicht mag, der muss die im Prinzip nur pellen und dann die Hälfte drauflegen. Und dann habt ihr ganz, ganz kleine Zwiebelstücke, also sehr praktisch. Hier haben wir nochmal 2 andere Einsätze. Ein größerer, den nehme ich ganz gerne für Salat. Wenn ich Salat fertig mache, so Gabelgröße, dass man den gleich mundgerecht hat. Und hier haben wir auch nochmal was für weichere Sachen, für Streifen. Ne? Also so ein Zackenmuster drauf hier, das seht ihr. Also auch sehr praktisch. 4 verschiedene Einsätze, die wir jetzt hier haben zum Drücken. Was haben wir noch? Wir haben dann hier nochmal 2 Einsätze, die ein bisschen merkwürdig aussehen, die sich auf den ersten Blick nicht erschließen, wenn man das noch nie gesehen hat. Das sind Tomateneinsätze. Ja, das hier ist ein Einsatz für Tomaten und ich habe es schon ausprobiert, also auch mit etwas, ich sag mal, gammeligen, nicht ganz frischen Tomaten funktioniert das einwandfrei. Das ist wirklich eine tolle Sache. Es gab auch vorher einen Tomatenschneider, aber der hat immer nur Achtel gemacht, Achtel oder Sechstel, ich weiß nicht genau. Der hat also nur große Stücke geschnitten, da konnte man die Tomate nur ganz reinstellen, keine Streifen. Und dieses Gerät hier auch super scharf, das hat eben diese Ratschen und diese gegeneinander versetzten Messer. Und das funktioniert gut und davon haben wir 2 Stück. Die sind nicht identisch, warum sollten sie auch? Ne, dünne Scheiben, dicke Scheiben, also für Tomaten, für andere weiche Sachen, für weiches Obst kann man das prima benutzen, funktioniert gut, habe ich schon getestet. Ja, was haben wir noch dabei? Dann haben wir dabei hier diese schicken Hobel und zwar 2 Stück. Und auch da ist es so, man guckt sich die an und denkt, hä, zweimal dasselbe? Was soll das? Nee, ist nicht zweimal dasselbe. Ne? Wenn ihr die jetzt mal umdreht, dann seht ihr, von unten sehen die schon unterschiedlich aus. Und ich fange mal mit dem einfachen an, nicht mit dem Knopf hier, sondern mit dem hier. Und das ist nichts anderes als eine Art Gurkenhobel, so hatte ich das Ding genannt. Gurkenhobel, Möhren, was immer ihr klein hobeln wollt. Das könnt ihr mit dem Teil bearbeiten und das Schicke ist, der geht natürlich, welcher Zufall, hier rein. Ne? Jetzt kann man den hier aufsetzen und kann diesen Messerschutz entfernen und ich sage es nochmal, benutzt den Messerschutz, seid wirklich vorsichtig, wenn ihr es in die Schublade packt, fasst da nicht drauf, die Dinger sind echt unfassbar scharf. Ja, und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit dann eine Gurke zu nehmen oder eine Möhre oder was auch immer und die gleich in das Gefäß unten rein zu raspeln und eine Stärke, also ganz, ganz dünne Scheiben und diese Platte hier kann man ausklippen und diese Technik
macht einen Sinn, das geht auch wirklich schnell, denn dieses Gerät hier oben drauf ist multifunktional. Und das zeige ich euch auch gleich, denn hier oben rein kann man jetzt auch noch diese verschiedenen drei Reiben, die ihr seht, und diese Aufsätze einklippen. Ich nehme jetzt mal hier so eine grobe Käsereibe, ne? Die haben hier unten so kleine Füße und auch die drei Stück gehen jetzt hier rein. Und die muss man einfach nur einklippen, fertig, und bitte erst dann auch den Messerschutz entfernen. Wenn ihr den jetzt runternehmt, dann habt ihr hier oben eine prima Reibe. Also auch diese Reibe hier könnt ihr jetzt gleich drauf lassen und könnt dann eure Möhren oder Käse oder andere Sachen gleich wieder in den Behälter reiben. Und wenn ihr fertig seid und das Ding sauber habt, wieder den Messerschutz drauf, damit ihr auf keinen Fall euch verletzt. Hier einfach unten drunter ziehen, hochziehen und dann habt ihr sie wieder rausgenommen. Das also diese drei Reiben. Hier gibt es nochmal eine ganz feine Julienne-Reibe. Ja, wenn wir französisch kochen wollen hier, oh la la, dann machen wir hier Julienne. Dann kann man das hier mit dem Gerät machen. Mit der Hand ist das ja nun sehr nervig. Das ist ja noch was für Profis. Julienne schneiden, das wird man schon können. Also mit dem Nicer Dicer hier geht das prima. Kann man gut benutzen. Drei Stück. Was haben wir noch? Dann haben wir hier noch einen Einsatz. Na, auch einer, den ihr vielleicht nicht auf Anhieb versteht oder erkennt. Das ist ja relativ modern in den letzten Jahren. Der geht hier auch rein, den kann man hier reinklippen. Und dann seht ihr, das ist ein Einsatz. Auch der geht hier raus zum Saubermachen. Damit kann man Gemüse in ganz feine Spiralen, ganz dünn schneiden. Also Möhre rein, Zucchini rein, drehen. Und dann beim Drehen kommt hier auf der anderen Seite eben eine ganz, ganz feine, flache Spirale raus. Der andere Einsatz, der hier dabei ist, der ist für die beliebten Gemüsespaghetti, also beispielsweise zu oder was immer ihr nehmen wollt, anstatt Nudeln, sehr schön. Also auch hier wird die Zucchini reingesteckt und dann gedreht, gleich wieder unten in den Behälter. Und auch das lässt sich einfach wieder ausklippen, ne? Hier ranziehen und fertig. Also, das finde ich sehr praktisch. Ja, was haben wir noch über? Wir haben noch über den zweiten Hobel. Ne, den habe ich noch nicht erklärt. Ich setze erstmal hier das wieder ein. Können wir den auch einfach wieder rausziehen und gucken uns mal den zweiten an. Ich sagte eben schon, der sieht von unten anders aus und in der Tat, der hat auch eine andere Funktion, denn mit diesem Rad hier, was ihr hier seht, könnt ihr jetzt die Stärke nochmal variieren. Wenn ich jetzt hier drehe, wenn man das erkennen kann, wenn ich jetzt hier drehe, dann ändert sich die Stärke. Ich nehme mal den Messerschutz raus, vorsichtig. Na, dann seht ihr hier, dass die Klinge sich nicht bewegt, aber die Platte unten drunter, und ja, da seht ihr, da kann man den zusammenfahren jetzt und wieder auseinandernehmen, und dafür ist dieser Hobel da, und natürlich kann man den auch wieder hier aufsetzen auf die Maschine, dass man nichts festhalten muss und kann dann hier seine Sachen, die man gerne hobeln möchte, über diesen Hobel ziehen. Und ich mache erstmal wieder den Messerschutz rein, und das Ganze geht natürlich genauso leicht wieder rauszunehmen. So, mit diesem Hobel kann man noch was machen, und zwar ist dieses Gerät, was auf den ersten Blick auch nicht so ganz selbsterklärend ist, dafür da. Na, ihr seht hier, das ist so eine Art Stempel, da ist eine Feder drin, auch das kann man auseinandernehmen zum Saubermachen, und das ist dafür da, um zum Beispiel Kartoffeln zu reiben, und die kann man dann auf diesen Hobel legen. So, das Gerät steckt man jetzt hier auf diesen Hobel, ich habe jetzt den Messerschutz mal entfernt, und dann kann man den hier einrasten. Und dann seht ihr, jetzt kann man hier reiben, ne, kann hier unten drunter seine Kartoffel reintun, Finger alles safe, es passiert nichts. Und durch die Feder habt ihr immer automatisch Druck auf dem Hobel und müsst jetzt nicht eure Finger nehmen oder hier den Restehalter, den ihr sonst für den anderen Hobel nehmen solltet. Also sehr tricky, muss ich ausprobieren, habe ich auch keine praktische Erfahrung, sieht aber ganz spannend aus. Ja, so viel zu dem anderen Hobel jetzt hier, auch multifunktional. Deswegen macht es auch hier einen Sinn, mal in die Bedienungsanleitung zu schauen und zu gucken, was die Geräte eigentlich alles so können. Ja, dann können wir den rausnehmen. Der ist wie alles einfach zu entfernen. Ich setze mal die Grundplatte wieder ein. Fertig. Ja, und dann haben wir, glaube ich, alles besprochen. Nein! Ein Pinsel gibt es noch. Ja, es gibt noch einen Pinsel. Also, man hat ja noch einen Pinsel. Und auch der macht natürlich einen Sinn, damit ihr nicht mit den Fingernägeln versucht, irgendwie vielleicht doch Reste noch aus den Messern zu kratzen. Das wird nicht so gut enden. Dafür ist der Pinsel da. Also auch ein kleiner Reinigungspinsel. Ja, und da haben wir, glaube ich, alles einmal angesprochen. Man sieht einen Haufen Teile wirklich. Es ist viel dabei hier bei dem Nicer Dicer Chef Deluxe 34-teilig. Und was kommt jetzt? Na klar, jetzt kommt die Zählprobe. Jetzt gucken wir mal, ob Nicer Dicer tatsächlich 34 Teile geliefert hat, wie sie ja versprochen haben.
So, ich fange mal an, in der Ecke hier rechts von mir aus. Schüssel und Deckel. 1, 2, 3, 4, 5. Die lassen sich ja ausklippen. Also 5 Teile. 6, 7, 8, 9. Dann hier die Schüssel. 10, 11, 12 mit Untersetzer. 13, 14, 15, 16. Pinsel 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, die Klappen zähle ich nicht mit, 25, 26, zwei Teile, 27, 28, 29, 30. Ja, das heißt, wir sind jetzt hier bei 30, bleibt noch über die Zentraleinheit und die müsste jetzt 4 Teile haben. Ja, hat sie auch, die kann man rausnehmen, 1, Deckel 2, eigentliche Schüssel 3 und nochmal ein Deckel, um die Schüssel zu schließen. Macht tatsächlich 34. Ja, 34 Teile hier geliefert, stimmt und schon sehr funktional, muss man sich angucken. Ja, bin ich zufrieden? Dann habe ich ja, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, das Paket nicht bezahlt. Genius hat mir das freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Aber soweit ich die Preise jetzt hier gesehen habe im Netz, finde ich, wird dazu schon ordentlich was geliefert. Wie gesagt, ich bin jetzt sicherlich nicht ganz neutral, denn ich sagte es vorhin ja schon, ich hatte auch den alten Nicer Dicer, ich weiß gar nicht, ob der schon so hieß, also von Genius jedenfalls die Schneidemaschine, mit der ich immer noch sehr zufrieden war. Also von daher bin ich natürlich nicht neutral, aber ich glaube gleichwohl, ihr habt einen Überblick bekommen, da ist wirklich viel dabei, es ist sehr funktionell, es sind sehr viele neue Funktionen dazugekommen, also hier die Variante mit den Zudels, also mit den Gemüsespiralen, die man jetzt hier schneiden kann. Der Hobel, ganz tricky, neue Idee, muss ich noch ausprobieren. Auch diese Geräte hier gab es zumindest in meiner Variante nicht oder auch der variable Hobel. Aber vor allem die Schüsseln sind toll. Also 3 Schüsseln in der identischen Größe. Die Deckel sind alle austauschbar, die passen alle. Eine, die sogar ofenfest ist, die man in die Mikrowelle stellen kann, die man in den Ofen stellen kann. Ein kleines Bedienheft, also alles in allem finde ich das Paket ziemlich toll. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Demnächst natürlich auch immer wieder mal mit Gerichten hier von Genius aus dem Nicer Dicer. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.